Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem Kanal mit mir Rod und es geht mal wieder weiter mit Stargates in Arma 3. Denn ich habe mal wieder bei der Gemeinschaft TechCorp mitgespielt. Diese haben die Stargate Neo Reihe fortgesetzt. Wenn ihr die erste Mission noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr einfach oben rechts auf das i klicken und euch nochmal die erste Reihe angucken. So, heute ging es auf jeden Fall um ein Ausgrabungsteam, das auf P2X 3x5 ein scheinbar von den antiker stammendes Artefakt gefunden hat. Es ist kugelförmig, glänzt, reflektiert, aber weder die Umgebung noch scheint es eine feste, starre Form einzunehmen. Es hat einen Durchmesser von 3 Meter und reflektiert eine Umgebung, die völlig fremd erscheint. Seit dem Ausgraben des Artefaktes wurde das Forschungsteams mehrfach von einer Art holographischer Projektion angegriffen, die die Form von Jaffar einnehmen. Nach den Angriffen sind die Jaffars plötzlich spurlos verschwunden und vor jedem Angriff der holographischen Projektionen blitzte es kurz und das Wetter ändert sich schlagartig in einen Gewittersturm um. Auf Anfrage des Forschungsteams soll SGN 1 bis 3 nach P2X 3x5 reisen und dem Forschungsteam als Personenschutz dienen. Wir waren diesmal insgesamt 14 Teilnehmern, darunter 3 SG-Teams. Ich selber war wieder im SGN-1-Team als Pionier unterwegs, war auf jeden Fall wieder eine super spannende Mission und ich freue mich riesig auf die nächste Mission. Und jetzt sage ich erstmal viel Spaß mit dem Video und ab geht's. Stoppen! Wow, das funktioniert, das ist interessant. Ihr stellt euch am besten teamweise auf. So mal nebeneinander, viele, viele hintereinander. Das Prinzip kennen wir aus dem Kindergarten. Hä? Und dann möglichst zügig gleich durchs Tor durch. Wir haben eine Minute Zeitfenster, danach geht er zu. Wie gesagt, die Energiefluktuation. Okay, haben die Erlaubnis, die Keep Clear Zone zu betreten? Hört Cotton und Reif, wir spritzen dann gleich durchs Tor. Wohl, hintereinander? Ja, irgendwie. Wir haben ja erstmal keinen erweiterten Feindkontakt auf der anderen Seite. So, wenn wir durch das Tor durch sind, wird dort ein Wissenschaftler stehen. Den werden wir erstmal ein bisschen zuhören, weil der uns wahrscheinlich was zu sagen hat, weil der um Hilfe gerufen hat. Er weiß sich vorerst auch nicht. Wenn ihr Goa Ult seht, schießt erst, stellt danach Fragen. Alles soweit verstanden? Ich hoffe ja. Jawohl. Watcher, watcher. Choppy. Jutti. Walter, lass knacken! Ach ja, hab ich ganz vergessen. Cotton, wir machen bei die Team und Rod und Ralf, ihr macht auch eins. Gut. Back. Cotton. Warte, okay. Nicht gern mit dem Papa, gell? Macht euch bereit. Ja, genau. Mr. Cotton. Wenn wir durchs Tor sind, rundum Sicherung und wir warten auf die anderen Teams. Also, Jungs, bist du bereit? Wie hast du eigentlich den Magazin? Das ist der Vorteil, dass wir jetzt hier dabei sind. Ich hab den Stock geschafft. Da ist die Lage schon gesichert, bis wir danach zurückgehen. Das ist jetzt der Problem, oder? Lord, weißt du auch, wie du deine Waffe unternimmst? Wenn wir schon die gleiche Munition haben, Striker, dann will ich mal die... Ja, wir sind schon, aber die Taste habe ich schon längst gelöscht. Okay. Kann man machen. Gut, SGN 1, ab dafür. Auf, los, so. Was noch nicht? Hier noch nicht. Halt. Wie soll ich dem denn, wenn er sagt noch nicht? Hä? Oh, fickt euch. Können wir jetzt? Auf geht's. Ab geht's, komm. Ab dafür, SGN 2. Wir sind die Verstärkung, genau. Ja, wir sind die Verstärkung, ganz genau. SGN 2, wir kommen gleich nach links. Links sichern. Ich gehe rechts rüber. Check. Bin aber hier, Cheater. Gut, ich kreuze. Jo. Rote Büsche. Okay, wir sind vorne rechts, übernehmen vorne rechts. Schon cool, wenn man durch Tor durchdürft und dann noch immer dahinter steht.
SGN 1, einmal vorrücken zu den ersten Pylonen. Hier vorne, dort Sicherungspositionen beziehen. Wir rücken vor bis zu den Pylonen. Guten Tag, sind Sie der Wissenschaftler? Okay, ist die SGN 1, kurze Frage. Marschrichtung entlang dieses angedeuteten Weges kommen? Ja, genau. Ach, bist du auf der 52? So verstanden, SGN 1 Ende. Dann Tief-Channel. Ja, komm, geht das ganz gut. Ralf und Rod, kommt mit auf den Weg. Hast du einen Weg gesehen? Was für ein Weg? Dieser Weg hier. Ich hab mich dieser auch Weg. Das kann leichter sein. Der Weg? Ist steinig und schwer. Boah, nee, hört auf mit dem Scheiß. Cotton, du fährst dann gleich direkt hinter uns her und wir gehen voran in einem kleinen Keil. So, verstanden. Ihr könnt. Wir können. Wir können? Okay, dann gehen wir. Es sind weitere Gebäude voraus, diesmal. Oh. Das sieht wieder aus wie Türme. Das sind größere Türme. Das ist definitiv antiker. Wow. Wow. Okay. Neo für SGN 1 kommen. Höre. Wir haben jetzt wahrscheinlich die Forschungseinrichtung in Sicht. Weite. Liegt noch etwa 300 Meter vor unserer Position. Ja, so verstanden. Weiter vorziehen bis Forschungsanlage. So verstanden. SGN 1 Ende. Und dann ein Backman. Links sind Forscher. Zwischen den beiden Türmen. Da gehen wir hin, oder? Ja, da gehen wir hin. Wir gehen jetzt direkt hin. Ich will mich unbedingt noch wissen, wie dieses Gras schmeckt. Ah, mir ist gerade ein bisschen das Essen vergangen nach der Erdbeerwoche. Also anhand des Geschmacks würde ich sagen, hat der Planet keine Erdbeerwoche. Okay. Hast du gerade probiert oder was? Ja. Hervorragend. Wolltest du wissen, ob man das essen kann oder was? Ja, wenn ich nachher ausfalle, weißt du ja schon Bescheid. Ach ja, dann kann ich übernehmen. Dann esse ich jetzt auch was davon. Mach keinen Scheiß hier. Früher waren es Zyankali-Kapseln, jetzt ist es außerirdisches Gras. SGN 1 von Actual, komm. SGN 1 hört, kommen. SGN 1, sie gehen am nördlichen Rand nördlicher Pfeiler in Stellung und decken Richtung Nord ab, kommen. Wir bewegen uns weiter nach Norden und decken den nördlichen Bereich, so verstanden. SGN 1 Ende. Moin, moin. Moin. Ist ja gesprächig. Ja, wie immer. Ja. Sind noch alles Klone, so wie das aussieht? Ja, meinst du, die schicken richtige Wissenschaftler hier hin? Glaub ich nicht. Ganz ehrlich, so viel Gras wie ist, können wir hier gar nichts sichern. Also, naja doch, wenn was auf den Hügeln ist. Eine passende Position suchen. Was für eine Welt, die da gespiegelt wird. Hier ist SGN 1, hast du das so aufgenommen. Hm. Scheinbar eine Welt, die kein rotes Gras hat. Sieht so aus. Könnte vielleicht ein Tor zu einer anderen Welt sein. Naja. Aber bisher muss ich auch sagen, das rote Rasenzeug hier und diese komischen blauen Kristalle sind das einzige, was so nicht normal aussieht. Ja, und vielleicht diese komische Sphäre und das, was hinter uns ist. SGN Action an alle, zieht mal alle in die Grube rein. Wir treffen uns an der Westseite der Grube. Okay. Unten in der Grube. Action Ende. Hier SGN 1, das ist so aufgenommen. SGN 2 verstanden. Mach ich in der Grube. Musst du auch nicht. Wenn das zu nervig ist, dann lass es. Das ist nicht so wichtig. Ach, geht schon. Übrigens ist vorhin die Frage von der Führung aufgekommen, ob diese Kristalle gefährlich sind. Da meinte dann der Forscher, nur wenn man drauf fällt, also nicht drauf fallen. Okay. Also drauf setzen darf ich mich. Besser nicht. Oh, wow.
Das Fehl ist weg. Jetzt los. Okay. Ah, wir werden zur Hölle. SGN 2 nimmt ein bisschen Abstand zum Sichern. SGN 1 Richtung Süden. Rundum Sicherung aufbauen. Nord, Süd, Ost, Süd. SGN 1 Richtung Süden, falls das jemand nicht gehört haben sollte. Ralf? Ja, bin dran, bin dran. Hatten ist auch dran, super. Ja, vier dran. Was zum Fick ist gerade passiert? Ich weiß es nicht. Es sind zwei Splitzer eingeschlagen und wir wurden teleportiert. Aha. Hast du das gerade auch gehört? Was? Hä? Wer hat das gesagt? Das war Irish. Leute? Ja? Ja. Im Osten, da schwebt so eine riesengroße Kugel am Himmel. Oh. Wollte ich, was das bedeuten hat? Ich dachte, ich melde mal lieber. Scheiße, die waren. Neo für SGN 1 kommen. Wir haben Kontakt zu einer unbekannten schwebenden Kugel Richtung 103. Ja, copy. Groß, weit weg, hoch. Anko, warum spricht die Luft zu mir? Was? Ich dachte, ich hätte das rausgegessen. Ich glaube, er hat gerade vom Pilz genascht hier. Hast du das jetzt geraucht oder was? Hier. Hast du noch was übrig? Lass mal auch mal dran ziehen. Greif mir bitte nicht zu viel. Nachdem was gerade passiert ist, traue ich meinen Sinn nicht mehr. Aber da euch das auch passiert ist, lagst du nicht am Gras. Alles gut, alles gut. Haben wir echt den Planeten gewechselt? Sieht immer noch nach demselben aus, oder? Irgendwie schon. Sind wir echt auf Chulak? Was? Wir sind auf Chulak? Chulak? Scheiße, jetzt stelle ich mir den Funk ein. Hört ihr das? Ich weiß nicht, aber ich höre was, ja. Ja. Was denn? Ich weiß noch nicht. Südwesten, ja, irgendwas. Ja, Audiokontakt, ich hör's auch. Was ist das? Gleiter. Oh. Gleiter! Runter! Ey, bereit. Schützen bekämpfen. Station ist frei, du kannst feuern, Prinz. Ja. Beim nächsten Anflug. Okay. Hat sich nach dem Treffer angehört. Ja. Er ist genau gegen die Sonne, ich hab keine Ahnung. Dann zurück auf die Sicherungsposition. Ja. Wurde getroffen. Ja. Sämtlicher Munition. Ich glaube, hier langt es auch schon langsam, weil dahinter ist gleich. Ihr habt recht. Ja. Kommen, setz ab und mach die Drohne aus. Okay, zieh nach. Scoop, pack das Ding aus, halt den Frachter im Auge. Die werden wir nie wiederfinden. Ach, als ob. Oh, haben wir hier eine Quadraminen oder was? Da ist die Wand. Jungs, hier sitzt schon genug, wir gehen mal zurück und auf die rechte Seite. Und stürmt zu den Türmen, sagst du, Mann. Bei den beiden. Alles folgendes, du siehst es ja selber. Basis, ja. Zwei Türme davor. Vorsicht, Gleiter links davon. Achtung, Kreuzer. Ich glaube, hinten lang. Ich kreuze also nicht. Vor der Basis ist alles offene Fläche. Da vorne ist ein großer Baumstamm, da gehen wir jawohl, hin. Jawoll, Baumstamm. Meinst du den rechts vorne, der links vorne, der hinten? Ach, das war, ich wollte nur eine Spaßfrage stellen. Ich wollte dich eigentlich nur ärgern. Schaffst du nicht, ich bin abgehärtet. Ich würde auf ja, diesen stimmt. Baum daneben. Ja, du hast recht, da gehen wir. Halt, das ist mein Baum. Nein, nein, kommt alle da hin. Was ist da? Wir teilen uns den Baum. Ja, ist okay. Ich hoffe, die sehen dich jetzt nicht, aber... So, dann mit UAV verbinden. Mal ein paar Schritte weg. Terminal öffnen.
Und stell dann einen Autoschwebflug ein und dann erstmal nur senkrecht nach oben mit Schiff, ne? Eine weitere 5-Mann-Patrouille. Wo? Auf 80080. Bewegt sich nach rechts. Auf 080 bewegt sich nach rechts. Ja, frag mich nicht nach der Entfernung, das müsste etwa ein Kilometer sein. 900 Meter, gut geschätzt. Ja. Ich hab einen Vektor dabei. Und dann noch auf 100 haben wir noch eine 5-Mann-Patrouille hier, die kommt auf uns zu. 900 Meter entfernt. 800. Ja, erkannt.